Hannovers Rückrundenvorbereitung hat begonnen. Für die Fußballprofis des stark abstiegsgefährdeten Bundesligisten Hannover 96 ist der Weihnachtsurlaub bereits vorbei. Nach der Kürzung aufgrund von schwachen Leistungen ließ 96-Trainer André Breitenreiter die Spieler des Tabellenvorletzten knapp 90 Minuten im Stadion trainieren und danach noch eine Runde um den Maschsee laufen. Ursprünglich sollten die Niedersachsen am 2. Januar 2019 mit der Rückrundenvorbereitung beginnen. Doch nach 11 Zählern aus der ersten Halbserie will Breitenreiter früher als die anderen Bundesligisten mit seinem Team arbeiten. Mehr machen als die anderen, lautet das 96-Motto. Wann die dringend benötigten Verstärkungen eintreffen werden, ist nicht bekannt. 96-Trainer Breitenreiter hofft bereits im Trainingslager im spanischen Marbella, 3. bis 10. Januar, auf 3 bis 4 neue Spieler. Ersatzkeeper Philipp Schauner steht dagegen vor einem Wechsel zum Zweitligisten FC Ingolstadt. Auch Ivar Fossum darf gehen. Fehlen werden vorerst neben den angeschlagenen Noah Saren Rambasé sowie Linton Meiner auch die Brasilianer Wallace und Felipe. Die aus familiären Gründen am 3. Januar zur Mannschaft stoßen werden. Genki Haraguchi und Takuma Asano bereiten sich mit der japanischen Nationalmannschaft auf den Asiencup, 5. Januar bis zum 1. Februar, vor und verpassen auch mindestens den Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen am 19. Januar. Der am Donnerstag operierte Niklas Füllkrug wird mit einem Knorpelschaden in dieser Saison sehr wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen.